Feuerfische, wunderschön und giftig. Also genau richtig für unseren Kanal. Ganz kurz, bevor wir loslegen, also wenn euch meine Themen interessieren, abonniert diesen Kanal und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Feuerfische, ja, sind eine Gruppe von Fischen innerhalb der Familie der Skorpionfische. Die Feuerfische sind jetzt nicht nur für ihre Schönheit, sondern auch für ihre Giftigkeit bekannt. Die Giftstacheln der Fische befinden sich in den Bauchflossen, den Rückenflossen und den Afterflossen. Diese Stacheln sind von so ganz einer dünnen Haut umgeben und wenn der Fisch jetzt mit dem Stachel zusticht, reißt diese Haut auf, wodurch das Gift abgegeben wird. Das Gift der Feuerfische beinhaltet unter anderem Acetylcholin. Acetylcholin ist ein wichtiger Neurotransmitter im Nervensystem, der auch in uns enthalten ist. Dieser Neurotransmitter sorgt normalerweise dafür, dass unsere Muskeln richtig kontraktieren können, aber auch, dass Schmerzsignale weitergeleitet werden. Und wenn jetzt lokal eine größere Menge an Acetylcholin injiziert wird, steigt dort natürlich die Schmerzempfindlichkeit und es kommt zu lokalen Muskelzuckungen. Das Gift des Feuerfisches beinhaltet zudem weitere Komponenten, die die Ausschüttung von Acetylcholin im Körper stimulieren. Dadurch steigern sich natürlich die Schmerzen und auch die Muskelkrämpfe. Der Stich von einem Rotfeuerfisch ist nicht nur äußerst schmerzhaft, er kann auch zur Entstehung von Ödemen führen. Zudem kann er Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Er kann auch zu Atembeschwerden. Das wollte ich sagen. Der Stich des Rotfeuerfisches kann auch Atembeschwerden verursachen. Im Normalfall ist so ein Stich nicht als lebensgefährlich einzustufen, er ist aber auch nicht zu unterschätzen. Ja, bei einer Person, die jetzt von vornherein schon ein geschwächtes Kreislaufsystem hat oder sonstige Probleme mit dem Stoffwechsel hat, kann tatsächlich auch der Stich von einem Rotfeuerfisch bereits zu ernstzunehmenden und zu potenziell lebensbedrohlichen Symptomen führen. Wenn der Fisch bedroht wird, beginnt er seine Stacheln so auf seinen Feind auszurichten, damit dieser ihn nicht mehr so leicht erbeuten kann, ohne selber verletzt zu werden. Wenn man von einem Rotfeuerfisch im Wasser gestochen wurde, sollte man das Wasser schleunigst verlassen. Bei ungewöhnlich langanhaltenden Symptomen bitte einen Arzt aufsuchen. Also wenn es nach einer Woche nicht besser wird, dann sollte man schon zum Arzt gehen. Und wenn diese Symptome in einer abnormal hohen Intensität auftreten, dann ist sehr schnell zu handeln, weil da kann es eben auch zu potenziell lebensbedrohlichen Situationen kommen. Übrigens ein herzliches Dankeschön an den Oliver, sein Name ist gerade im Hintergrund eingeblendet, der hat mir diese atemberaubenden Aufnahmen von Feuerfischen zur Verfügung gestellt. Er hat selber einen YouTube-Kanal, den Link zu seinem Kanal findet ihr ganz unten in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.